geht ab, meine lieben Freunde, euer Eni und herzlich willkommen zum 13. Outlast Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute ist es wahrscheinlich die letzte Folge, denn unter Folge 12 haben die meisten von euch geschrieben, ey, nächstes Mal wird wahrscheinlich die letzte Folge kommen, also jetzt beginnt das große Finale, also ich bin echt gespannt, was uns jetzt erwarten wird, Freunde, Alter, ich bin schon sowas von nervös, ich kann mir nur denken, dass irgendwas mit diesem Wallrider passieren wird, weil das ist so ein Geist gewesen, der war die ganze Zeit im Spiel schon zu finden und ich bin gerade sowas von... Alter, ich bin sowas von unter Adrenalin, obwohl das Spiel nicht mal angefangen hat, ne, Freunde? Genau, hier haben wir hier das letzte Mal aufgehört. Davor war so eine Eiskammer, genau da hinten. Und da waren die ganzen so Leichen hier. Also, irgendwas ist hier passiert, Alter. Fuck, ich habe gar keinen Bock, Freunde. Aber, komm, wir müssen da durch, ey. Ich bin voll unter Adrenalin. Komm, wir geben uns das jetzt. Gib ihm, Junge! Ach, du Scheiße. Was ist denn hier passiert, Alter? Guckt euch das an, Mann. Die ganzen Teile sind hier rumgeflogen. Ich komme gerade gar nicht klar, Alter. Irgendwas erschreckend. Bitte, bitte. Fuck. Fuck. Da kommt jetzt was. Da kommt was. Ne, da kommt nichts. Oder? Was ist das denn hier? Morphogenic Engine Chambers. Was? Nochmal auf Deutsch, bitte. So. Oh, fuck, Alter. Ach. Du Scheiße! Guck mal an, was hier passiert ist! What the fuck, Alter? Ey, Freunde, würde ich jetzt der Typ sein, soll ich das, was ich machen würde? Ich würde diesen Container hier aufdrehen, mich da verstecken da drinnen, Alter. Keine Ahnung, würde ich damit irgendwie rausrollen oder so? Oder ich würde mich hier in so einen Küchenschrank verstecken. Aber niemals würde ich jetzt hier weitergehen, ey. Müssen wir da rein? Also, da einfach rein, komm, wir durchforsten mal einfach alles hier. Da ist ein Dokument. Perfekt. Den meinte er immer schön. Er liest die Dokumente durch, so als wenn wir uns die durchlesen. So, Obduktion nach dem Tod heißt das Dokument. So, alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtfertigen Verbindung. Anmerkung, meine 14. Ah, hier, meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser ausgeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogene hat leicht zugenommen, aber nichts. So müde ist zwei. Werde vorgeschlagen, weniger Hoffnung in die Welt folgenden Theorien. Was? Okay. Also auf jeden Fall, hier wurden Leichen des Wallriders obduziert. Boah, was ist denn hier passiert? Guckt euch das mal an. Okay, Freunde, müssen jetzt weitergehen, Mann. Ich will jetzt wissen, was passiert, Alter. Alter, Mann, was hat der Wallrider hier angestellt, ey? Der speichert wieder. Indoromi Fasso! Hey, hier ist ja doch nichts. Freunde, weg. Ey, Mann, das ist so eine Kacke. Ich sitze direkt vor dem Fernseher. Ey, wenn ihr das mal sehen würdet, ne? Guck mal, das ist mein Fernseher. So, mein Fernseher ist 140 cm und ich sitze so im Abstand davor. Ein Meter einfach, ein Meter. Und ich bin, kann einfach reingucken in das Spiel, ne? Ey, da geht's raus! Da geht's raus! Wo sind wir denn hier? Das sieht ja aus wie bei einem Militärstützpunkt. Aber wo lang geht's jetzt hier? Ach du Scheiße, hör mir auf mit Physik, Alter. Das habe ich schon in meiner Berufsschule. In meiner Berufsschule habe ich auch diese ganze Scheiße hier, Alter. Wenn ich das schon wieder sehe, das verfolgt mich, glaube ich, ein Leben lang, diese Drecksformeln hier, Alter. Also momentan in der Berufsschule, Freunde, da haben wir scheiß Physik. Weil das braucht man auch im IT-Bereich. Und da bin ich so am Abkacken, Alter. Weil das sind solche Formeln. Guckt euch das mal an. Da denkt mein Kopf sich, Alter, was wollen die von mir, ey? So, wir gehen jetzt hier weiter. Alter, das ist so eine Spannung gerade, Freunde. Seid mal ehrlich, ey. Hör mal, hör mal. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Alter. Fuck. Ich gehe doch nicht da links lang. Fuck, wir müssen links ins Dunkeln rein. Ey, nein, Alter. Rille. Rille. Wir müssen weg hier! Der Wallrider! Der verfolgt uns, oder was müssen wir machen, Freunde? Ich hab keine Ahnung! Freunde? Das richtig verfolgt uns! Da ist der, da ist der, da ist der, da ist der! Lauf, lauf, lauf! Ah! Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Boah, hat der mich erschrocken! Alter! Alter! Guck mal, der Wallrider! Was stellt der mit dem an? Alter!
Boah, guckt euch den Wallrider an, was ist das für ein Monster? Ach du Scheiße, guck mal, was der mit dem anstellt, Mann. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße. Der hat den jetzt zermalmt da drin. Ey, ist das gerade deren Ernst, ey? Habt ihr das gesehen? Der hat den zermalmt, der Wallrider. Da ist doch jemand, oder? Wer ist das denn? So viel Glück hatte ich nicht. Ich bin mal, aber... Dank Billy. Billy ist der Wallrider. Oh, fuck, Alter. Magenkrebs entfernt, meine Augen gerichtet. Er denkt wohl, ich bin sein Vater. Krass, Alter. Für NATO? Ja, siehst du, es waren von Nano-Gefahr. Wie guckt der denn, Alter? Molekül, der Geist steuert den Körper. Okay. Krass, Alter. Dumm und falsch anzunehmen. Wir können es kontrollieren, Alter. Fuck. Der Wallrider. Billy ermorden. Seine Geräte abschalten. Seine Anästhesie. Sie müssen ungeschehen machen, was ich getan habe. Alter, was ist das denn, Mann? Kacke, das war mein Wecker, Alter. Auf Rille klingelt er einfach hier. Scheiße, weiter geht's. Niemand kann überleben. Okay, Freunde, stand, wir müssen ihn töten. Finde Billy im Hauptlabor. Ja, wo ist denn das scheiß Hauptlabor? Die Tür ist da gerade aufgehoben. Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße. Wo lang geht's denn jetzt hier? Das ist so riesig hier. Alter, Mann. Billy, ey. Billy, 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 Boppala, Billy, Billy, Boppala, Bala, Billy, Bip, Billy, Bip, 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 Billy, 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 Bip. Alter, Mann. Wie viel Blut ist denn hier? Alarm! Oh ja, da ist der! Da ist der Wallrider! Dum, 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 dum. Ui, da ist der! Hä? Was sollen wir machen? Alter, Freunde. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. Anscheinend müssen wir irgendwie wegrennen vor dem oder sonst was, Alter. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Billy kommt. Billy kommt. Wo ist er denn? Da ist er! Er kommt. Dum, dum, dum. Da ist er, da ist er. Billy, 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 Bob, jetzt verarsche ich ihn mal. Ich renne mit ihm eine schöne Runde hier. Und jetzt geht's hier lang. Jetzt haben wir ihn abgezogen, komm. Jetzt haben wir ihn abgezogen. Fuck, der ist uns direkt im Nacken. Genau von hier ist er gekommen. Das heißt, durch die Tür ist es richtig, glaube ich, oder? Yalla! Okay, es ist richtig hier, perfekt. Oh, fuck, der ist doch da! Der ist doch da! Lauf, Junge! Fuck, der verfolgt uns, der verfolgt uns! Okay, wir müssen uns beeilen, beeilen, beeilen. Beeilen. Lauf! Ja, super, und jetzt? Zoppa, Peter, wo ist der Billy hin, ey? Der Billy. Ey, wir müssen uns beeilen, Freunde, Mann. Der Kampf gegen Billy. Das ist nichts gut. Nix gut. Einfach jetzt laufen. Und jetzt? Okay. Alter! Wo sind wir denn hier? Was ist das denn für eine Nano-Vorrichtung hier? Alter, guckt euch das mal an. Dreh das Ventil für den Nährungsflüssigkeitenbehälter zu. Was müssen wir machen? Ich check nix. Erstmal Dokument lesen hier, Alter. Chillt mal. Morphogenischer Antrieb, Sicherheitsmaßnahmen.
Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenischen Antriebs täglich überprüft werden. Nummer 1, der angereicherte oxygenische Flucht, bla bla bla. Ja, Freunde, ich lies mir das jetzt nicht durch, Alter. Ich check da eh nichts, das ist zu viel Physik für mich. Wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Ich weiß aber... Alter, wer ist das denn? Hashtag auf Rille, da warst du besser. Warte, was war unser Ziel? Ich hab's nicht verstanden. Da steht's nochmal. Dreh das Ventil für den Nährungsflüssigkeitenbehälter zu. Und dann kann mir einer sagen, wo dieses scheiß Ventil ist. Okay, es wird hier... Es muss hier irgendwo lang gehen, Freunde. Wir sind nicht über umsonst so viele Türen. Speichert, das ist schon mal sehr gut, dass wir hier sind. Locker kommt gleich der Billy, ey. Boah, Freunde, Alter, was eine Spannung, Alter. Was ein geiles Finale. Ich hoffe, das ist das Finale, aber muss es doch sein, oder? Was soll danach sonst noch kommen? Ah, ist wieder ein Dokument, Alter. Du musst das mal auch angucken. Wir gucken uns mal alles an, Freunde. Ihr meint ja, ich soll mir alles anlesen. Der moderne Prometheus. Lernet, wie gefährlich der Erwerbung von Wissen sein kann und um wie viel glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Und wie viel glücklicher ist nicht... Ja, was ist das für ein scheiß Deutsch, Alter? Das ist wieder dieses Hochdeutsch, wie in der Schule. Okay, also ist noch keine Spur von Billy zu sehen. Da, perfekt, da ist doch schon mal ein Ventil. Perfekt. Okay, jetzt geht's... Ziel, unterbreche die Stromversorgung durch den Generator des unterirdischen... Durch unterirdischen Labors. Fuck, ich höre irgendwo Billy. Fuck, der ist hinter uns! Scheiße, der ist hinter uns, Freunde. Ach du Scheiße. Dum, dum, dum. Billy! Kann er durch Türen durch? Kann er durch? Ich will es nicht riskieren! Schnell lieber die Türen zu machen. Fuck. Von wo sind wir gekommen, Freunde? Wisst ihr das noch? Da sind wir hergekommen, oder? Das heißt, hier muss es weitergehen, würde ich sagen. Oder? Fuck, die Musik, Alter! Fuck, fuck. Die Musik, das heißt, der ist noch hinter uns, oder? Komm, komm, komm. Türe auf. Da ist nix. Fuck, Alter, ich will nicht stehen bleiben, Freunde. Alter, wer weiß, vielleicht ist er hinter uns. Komm, komm, komm. Billy, Billy, Bob. Billy, 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 Bob. Das große Finale nenne ich die Folge, Alter. Junge, was ein Kampf hier, ey. Lauf. Alter, wie hoch geht's denn hier? Ey, Mann, an. Ey, mir wird schon schwindelig, Alter. Mein Kopf dreht sich, Freunde. Boah, das war gut, Alter. Ach du. Yo! Das war das denn? Was war das? Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas. Alter. Irgendwas war da. Habt ihr das gesehen? Ey, irgendwas war da, Freunde, Mann. Alter Schwede, ey. Ich bin so unter Adrenalin, ne? Mittendrin statt nur dabei, Freunde. Da. Perfekt. Deaktivieren Sie Billys Notfallsystem der Lebenskammer. Und wo mache ich das? Okay. Perfekt. Okay, okay, gut, Freunde, Alter. Ich glaube, bisher läuft es echt gut bei uns, Alter. Meine Güte, ey. Was eine Spannung, Alter. Fuck. Fuck. Billy! Der ist jetzt gleich hier irgendwo. Ojo! Der hat uns abgefangen! Ach du Scheiße! Oha! Alter, locker Beine gebrochen. Fuck. Ah, korrekt. Korrekt, wir mussten nicht die Treppe runterlaufen. Korrekt, Alter, der hat uns sogar runtergeholfen. Bester Mann, dieser Billy, ey. Fuck, der ist hinter uns. Hör mal die Musik. Dumm, dumm.
Jetzt geht's wieder los. Ich glaube, jetzt muss ich irgendwas deaktivieren, oder? Perfekt. Perfekt. Alter. Ja, nimm auf, nimm auf. Oha. Billy. Oha. Geile Kameraperspektive auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Uiyo, Billy, chill doch mal. Komm runter, Billy. Ich kann nichts machen, Alter. Ey, unser muss doch schon längst tot sein. Alter. Was passiert denn jetzt, Mann? Ach du Scheiße. Ich drück Pause. Habt ihr gesehen, was passiert ist, Freunde? Ich glaube, Billy ist in uns hineingegangen, Alter. Der ist in uns hineingegangen, wie ein Geist. Soll ich sagen, was ich denke, was jetzt passieren wird? Wir werden rausgehen und wenn wir rausgegangen sind, dann wird Billy aus uns hinauskommen und ist in der freien Welt oder sowas. Irgendwie sowas, glaubt mir, Freunde. Ich bin gut in sowas. Also, ich denke, dass sowas passieren wird. Habt ihr das nicht gerade gesehen? Der ist in uns hineingegangen. Und seid ihr das doch niemals überlebt, aus so einer Höhe runterzufallen? Der ist aus locker 6 Metern runtergefallen. Krass, Alter. Das ist wie bei Paranormal Activity. Der Geist ist in einem drin. Versuche zu entkommen. Ja, geil. Unser ist voll am Humpeln, Alter. Und die Frage ist, wo geht es raus? Ja, Freunde. Sagen, da lang nicht. Wo lang gehen wir? Da sind wir hergekommen. Meint ihr, es geht da lang? Ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal da lang, weil das Spiel hat ja dahin gezeigt. Was steht da? Ife support fluid le reservoir. Ja, ich bin kein Franzose. Okay, ist zu. Das heißt, da geht es nicht lang. Alter. Ja, Freunde, der ist hier voll langsam am Gehen, Alter. So eine Kacke. Ich weiß nicht, ob wir das überspringen oder einfach laufen lassen. Ja, wir lassen einfach laufen. Wir erzählen ein bisschen so weiter. Also ich erzähle ein bisschen, was jetzt so passiert. Was wir demnächst machen werden hier bei Outlast. Also, Freunde, ich denke mal, nach diesem Let's Play haben wir das normale Outlast abgeschlossen. Und dann können wir uns auch voll und ganz den anderen Modus Outlast Whistleblower widmen. Das ist sozusagen der zweite Teil von Outlast. Und ja, ich würde sagen, das werden wir dann auf jeden Fall ab nächster, also auch ab dieser Woche Let's Playen, aber das kommt dann in den nächsten 4 Tagen online. Also erst in 4 Tagen. Outlast Whistleblower. Und da bin ich echt gespannt, was uns da erwarten wird, ey. Freunde, was meint ihr, wo lang geht es denn, Mann? Da sind wir doch schon überall gewesen. Also da muss es eher hier lang gehen, würde ich sagen. Wir gehen einfach jetzt mal da lang, Freunde. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns einfach gleich wieder, weil der humpelt zu lang. Wenn irgendwas Spannendes passiert, blende ich sofort ein. Alles klar, bis gleich. A few moments later. Okay. Der fällt schon die Treppen hoch hier. Alter. Okay. Guckt euch das an, Freunde. Alter. Siehst du, irgendwas stimmt nicht mit unserem Charakter. Hört ihr die Geräusche? Habt ihr es gerade gehört? Guck, guck! Guck mal, wie sich unser bewegt. Billy ist in uns drin. Ey, krank, Alter. Der ist eins mit uns geworden, ey. Ujo, ich komme mir darauf gar nicht gerade klar. Ich hasse sowas, ey. Ein Geist hat sich mit einem Menschen verschmolzen. Fuck, Alter. Ihr habt doch gerade gesehen, Freunde, da war, wo wir draußen waren, links so ein Militärstützpunkt oder sowas. Oder irgendwas mit der Wüste. Das wird uns. Da wird jetzt, glaube ich, werden jetzt, glaube ich, Soldaten kommen oder sowas. Ach du Scheiße, ey. Meine Güte, ey. Man hört doch richtig diese Geistergeräusche, die wir uns entrinnen, ey. Guck mal, was mit dem abgeht, Mann. Alter. Locker gleich fliegt der oder so. Ja, Freunde. Oh, fuck. Was ist denn los mit dem? Der kommt da gar nicht klar. Ich glaube, der hat zu viel Rille gemacht, der Typ, Alter. Oha. Ach du Scheiße. Oha. Der ballert uns ab. Ja, Freunde, ist doch nicht so gewesen, wie ich es vorgestellt hatte, ey. Alter. Gott im Himmel. Sind... You have become the host. Nun der Wirt. Hört mal. Billy. Billy. Oh mein Gott, Alter, was ein geiles Ende, Freunde. Wir haben es geschafft, wir haben Outlast durchgezockt, Alter. Freunde, ich bin richtig stolz auf uns, dass wir das geschafft haben, Alter. Was ein geiles Game, ey.
unnormal geil, Freunde, Alter. Geil, geil, geil. Aber seht ihr, am Ende, die haben uns abgeknallt. Und dann kam nochmal der Wallrider aus uns raus und hat die alle platt gemacht. Und ich denke, im Whistleblower wird es dann dort an der Stelle weitergehen. Und das wird ein komplett neues Teil sein. Sorry. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich klicke mal auf zurück. Und guck mal, was jetzt hier passieren wird. Also hier, klick mal Whistleblower drauf, neues Spiel Whistleblower. Dann gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Also das werde ich mir jetzt hier die Tage kaufen. Guck mal, Whistleblower hat einfach so einen Finger in der Hand, Alter. So, klick nochmal drauf. Nicht, dass der es jetzt schon direkt kauft, Alter. So, hier. Kaufen, 8,99 €. Hat super top Bewertungen, 1847, 4,5 Sterne Bewertungen. Freigabedatum 1906, wollte ich schon sagen. 1906/2014. Ja, Freunde. Komm, wir lesen mal, was da steht. Im Whistleblower nimmst du die Rolle von Waylon Park, einem Software-Ingenieur, der bei Merkurf unter Vertrag steht, am Anfang von Outlast, Journalisten auf der ganzen Welt E-Mails geschrieben hat, während seiner Zeit in der Blablabla. Okay, es ist, glaube ich, eine ganz andere Story. Auch wenn die Whistleblower die Geschichte erzählt, die zu den Ereignissen in Outlast führte, erstickt sich die Handlung über das erste Spiel hinaus und deckt das letzte Kapitel in der Geschichte von Mount Massive Asylum auf. Ja, Freunde, also ist es doch eine halbe Fortsetzung des normalen Outlast. Also, Freunde, ich freue mich da schon richtig drauf. Alles klar, ich wünsche auf jeden Fall wieder mal 1000 Likes, Freunde, für die letzte Outlast-Folge. Also, in 4 Tagen geht's dann weiter mit der ersten Episode von Outlast Whistleblower. Wir werden uns das Paket hier kaufen und dann werden wir das noch zusammen durchspielen. Dann geht's weiter mit den nächsten Horrorspielen. Keine Sorge, Freunde. Alles klar, euer Öni ist jetzt raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein, bis in 4 Tagen und ciao!